euch ein Buch vorstellen, das auf der einen Seite immer älter wird, weil es schon vor ein paar Jahren erschienen ist, aber auf der anderen Seite auch immer aktueller wird, weil es nämlich bei den nächsten französischen Wahlen, also die jetzt kommen, ich glaube 2017 oder 2018, angesiedelt ist. Michel Houellebecq hat, ich glaube 2011, dieses Buch geschrieben, Unterwerfung. Es ist in Deutschland im Dumont Verlag erschienen, hat 272 Seiten und kostet hier in der Hardcover-Ausgabe 22,99 Euro, in der kartonierten Taschenbuchausgabe aber nur 10,99 Euro. Und die Handlung, die man erwartet, wenn man sich mit dem Klappentext etc. beschäftigt, ist folgende. Nach den nächsten französischen Wahlen gewinnt Marine Le Pens Partei Front National, also eher rechte, nationalistisch gesinnte Menschen, und die Bruderschaft der Muslime. Das sind natürlich Welten, die zwischen diesen beiden Parteien liegen. Und doch haben sie beide die Wahl gewonnen und sind nun für Frankreichs Zukunft verantwortlich. Es sind signifikante Änderungen bemerkbar dann in der französischen Öffentlichkeit. Einfach was das Bild der Frau angeht, die Präsenz der Frauen grundsätzlich beispielsweise, aber auch das Bildungssystem wird umgekrempelt. Dozentinnen gibt es nicht mehr an den Universitäten, die Frauen laufen hauptsächlich verschleiert rum, jedenfalls die Studentinnen etc. Professoren sollen zum Islam konvertieren oder kriegen eine großzügige Abfindung und verlieren ihren Job. Aber auch so verschwindet der Grieche von der Ecke oder auch die polnische Friseurin. All das und noch viel, viel mehr ist eben zu beobachten und das ist die Handlung, die man erwartet. Die Handlung, die man tatsächlich kriegt, ist folgende. Ein selbstmitleidiger Professor, der irgendwie sexuelle und soziale Probleme hat, verliert erstmal quasi seinen Job durch diesen politischen Umbruch, macht sich auf den Weg, sich ein bisschen selbst zu finden, in so ein Kloster, wo sein großes literarisches Vorbild Humon, von dem ich leider keine Ahnung habe, wer genau das sein soll, mal gelebt hat, versucht mit sich selber klarzukommen und ganz am Rande werden diese ganzen Phänomene, die ich gerade beschrieben habe, erläutert bzw. erzählt. Wie ihr merkt, habe ich erst gesagt, was ich erwartet habe und dann, was ich tatsächlich bekommen habe. Ich denke, dass ihr daraus schließen könnt, dass eine sehr große Differenz zwischen dem geherrscht hat, was ich euch gesagt habe. Und ich glaube, ihr kennt mich gut genug, um zu wissen, dass ich Differenzen nicht unbedingt mag. Wenn ich mir ein Buch aussuche, weil ich denke, es geht da und darum, dann erwarte ich natürlich auch, das zu kriegen. Natürlich sind immer gewisse Abweichungen, wie ich jetzt mal sage, möglich, aber mit so starken hätte ich nicht gerechnet. Der Protagonist in diesem Buch ist mir absolut unsympathisch gewesen, von der ersten bis zur letzten Seite. Ich bin gar nicht mit ihm warm geworden und er ist einfach ein so unglaublich selbstmitleidiger Mensch, das ist mir wirklich auf die Nerven gefallen. Meine Schwester hat das Buch direkt nach mir gelesen und ihr ging es da ganz genauso wie mir. Und ich finde es sehr schade, dass diese große politische Vision, die man in diesem Buch präsentiert kriegt, die da eingeführt wird und von der man erwartet hat, dass sie der Dreh- und Angelpunkt der ganzen Geschichte sein würde, und dass darauf der absolute Fokus liegen würde, so kurz kommt. Wenn ich ganz ehrlich bin, würde ich sagen, dass maximal 20-30% dieses Buches sich tatsächlich mit diesem Regierungswechsel beschäftigen. Und alles andere dreht sich eher um die persönlichen Probleme des Protagonisten. Wenn ich ein Buch lese, von dem ich erwarte, dass es politisch ist, dann finde ich, steht da das Individuum etwas zurück. Wobei es natürlich wichtig ist, dass man ein Individuum hat, an dem man das Ganze exemplarisch darstellen kann. Ja! Aber trotzdem wurden meine Erwartungen einfach nicht erfüllt. Ich bin von den Protagonisten richtig angenervt gewesen. Und ich finde das sehr, sehr schade, weil ich finde, dass dieses Buch hätte größer sein können. Und deswegen bin ich auch ein kleines bisschen über seinen Erfolg verwundert an dieser Stelle. Ich bin dem Dumont Verlag natürlich wahnsinnig dankbar, dass sie mir dieses Buch zur Verfügung gestellt haben, weil es wieder eine Horizonterweiterung war, wie eigentlich alle Bücher das sind. Und es hat mich ja auch zum Nachdenken angeregt. Aber einfach aufgrund der Tatsache, dass der Protagonist so ätzend war, wenn ich das so sagen darf, meine Erwartungen einfach absolut nicht erfüllt wurden. Und ich finde, dass die Dinge, die mich interessiert hätten, zu kurz gekommen sind. Und die Tatsache, dass das Buch ein bisschen teuer ist mit unter 300 Seiten und dann 20 Euro, gibt es von mir an dieser Stelle nur den bronzenen Bücherengel. Ich denke schon, dass es ein Buch ist, was man mal lesen sollte. Einfach, um sich mal die Gedanken darüber zu machen und diese Gedankenanregungen zu kriegen. Aber trotzdem finde ich es sehr schade, wie es dann sich alles am Ende entwickelt hat. Und ich denke, das war's an dieser Stelle von mir. Ich freue mich natürlich wie immer von euch über Feedback. Und ansonsten wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Wenn ihr gerade in irgendwelchen Klausuren steckt, so wie ich, drücke ich euch natürlich ganz fest die Daumen. Und ansonsten genießt einfach euer Leben und seid glücklich.